Für den heutigen Part Super Mario Maker 2 spiele ich nicht nur auf Twitch, deswegen das ganze Stream-Layout. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr, sondern ich versuche auch mit euch zusammen zu spielen. Und ich kann keine Freunde mehr annehmen auf der Switch. Ich weiß nicht, wie viele waren möglich? 100? 300? 500? Ich werde jetzt mal gucken, wie das funktioniert. Ich würde sagen, wir schlagen uns mal zu viert, ja, durch einen... Kann ich es hier auswählen schon? Level aus aller Welt. Ach, das ist ein Random-Level. Oh nein. Na gut, dann zeige ich das aber auch mal, weil ich glaube, ich hatte das auf YouTube noch nicht gezeigt, sondern nur auf Twitch. Hi an alle, die noch reingekommen sind. Ruffy Boy, Firehawk. 500. Ey, habe ich die 500 wirklich schon voll? Ah, dann spielen wir halt irgendwelche Level aus aller Welt. Also joint gerne. Die dabei sind. Ich warte. Es sei denn, es funktioniert nicht, Freunde. Es wird noch Zuschauerlevel geben. Es wird noch wie Joy-Con. Ich mit Joy-Con? Kaki? Niemals. Maurice, wirst du dir Alien Isolation holen für Switch? Nicht geplant. Von Sega das Ganze, ne? Soll ja ganz gut sein. Kommt mit dem Joy-Con. Tobi, das ist da. Lass mal miteinander spielen, oder? Domifi, wie groß war das Ü-Ei? Ich habe eben schon im Vorfeld erzählt von Nikolaus Tag, wo wir das hier streamen, dass der Junior so ein Ü-Ei ergattert hat. Das war, ich weiß nicht, was soll ich sagen? Schon? Ich kann dir jetzt keine Zentimeterangaben nennen. Doch, LP-Fan, natürlich werde ich das. LP-Fan fragt, du wirst wahrscheinlich von mir kein Level spielen. Selbst wenn ich basierend auf dem neuen Update, da ich ja schon zwei Level von mir gespielt, das ist richtig. Nö, gerne, immer her damit. Ich denke mal, es haben nicht mehr so viele Leute Update-Level fertiggestellt. Das gibt's dann im nächsten Part, also auf YouTube betrachtet. Wir haben den Tobi das, wir haben Louis. Wer möchte noch mit mir spielen? Gibt's noch jemand? Gibt es noch Leute, die mit mir spielen wollen? Weiß jemand, ob es für die Switch noch ein Rhythmusspiel geben wird? Da muss man mal herausfinden, ne? Muss man mal schauen. Bestimmt früher oder später. Und Darkling94 ist auch noch dabei. Mal sehen, wo die Reise uns hinführt. Kriegen wir jetzt ein Random Level? Das wäre schade. Eigentlich wollte ich ein normales, ein neues Level spielen. Natürlich, warum nicht? Immer her damit, Spirell. Da haben wir die Kandidaten. Super Mario Kart Mini. Ey, Freunde, wir bekommen jetzt doch auch... Dann werden wir den Part unterteilen. Wir machen ein bisschen miteinander, aber nochmal einen Blick in die Ranglisten. So, Freunde, das Gute ist, ich kann ja mit meinen Leuten kommunizieren. Das ist ja das Gute. Also, die drei können mich zumindest hören aktuell. Oh, Entschuldigung. Ich wollte Toadette wirklich nicht das Rückenmark brechen. Deswegen ist gut, dass wir ja keinen Krieg machen. Möge der Bessere zuerst am Ziel sein. Auch mal, ne? So viele Leute haben immer geschrieben, mach doch mal miteinander los. Mach doch mal miteinander. Ja, der Chef nimmt's Auto, ne? Nicht wie das Fußvolk. So, zu der Rücken gebrochen. Geil. Jetzt zerstört mein Auto. Mein Oldtimer. Das Level glänzt mal wieder vor sich hin. Also absolute Spitzenklasse. Tobi das hier als erstes am Start. Let's go. Ja, vielleicht sollte ich doch nicht, Zweiter Weltkrieg um den Fahnenmast. Ein bisschen, ja. Kaki, ach du dickes Ü-Ei. Diese Posen, ne? Diese Posen. Ich verrenk mich total. Habt ihr das gesehen? Da steht da wie so ein Fragezeichen. Ja, komm, machen wir mal ein bisschen schwieriger, oder? Freunde, das wurde ja hinzugefügt im Laufe der Zeit, dass man da so miteinander spielen kann. Wie gesagt, miteinander habe ich zwar im Let's Play klassisch schon gezeigt, aber nur mit Fremden. Und jetzt haben wir wenigstens, naja, in dem Falle Zuschauer aus dem Twitch-Live-Chat. Livestream, wollte ich sagen. On-Off-Switch-Adventure. Ich glaube, jetzt wird es schon um einiges brenzliger. Oh ja. Aber wir arbeiten ja im Team. Also, let's go, Freunde. Was haben wir denn hier?
Koopas des Todes. Ja. Lass mich mal machen, Leute. Ich übernehme den Job. Schnell genug sein. Ja, okay, Toadette will. Ich habe jetzt gerade nicht mehr auf. Aber wir dürfen nicht so schnell machen. Pass mal auf. So. Alle rüber. Shit. Wo ist Mario? Da ist Mario. Ach so, das ist ja auch so eine Besonderheit am Miteinander-Modus, dass man nicht zwingend wieder am, Oh ja, okay. Dass man nicht zwingend am, Dings wieder starten muss. Am Startpoint oder am Checkpoint. Sondern eben auch sich zu einem... RIP. Zu einem Mitglied teleportieren darf und kann. Ja, hier, hier sieht man, Start von hier. Ja. Das ist eigentlich sehr angenehm. Das ist... Ja, ich habe jetzt schon schlimmste Erwartungen gehabt, wegen, Komm mal hier, machen wir das mal so hier. Weil es hieß, On-Off-Adventure, aber... Ach so, Bibi. Ach so, Schande. Machen wir es mal so. Oh, ich bin so ein Nappes. Aber hier zeigt sich, dass Teamwork auch funktionieren kann. Ja. Ist schon drinne. Über die Koopas am Start. Der Sachverhalt ist klar. I'm a Luigi, number one. Ups. Ah! No! Okay. Es sind auch leichte Lags dabei, wer hätte es gedacht. Das ist... Oh, ja, beste Leben. Lost. Einfach nur lost. So, dann gehe ich mal direkt weiter, weil es gibt mir unangenehme Stellen. Don't know hier. Ich wollte es ja auch nicht in die Hand geben. Können wir nochmal gucken. Mario ist Darkling, Tobi das, also Louis ist zu dead gewesen. Hö. Ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Ich habe keinen Plan. Okay. Ich weiß nicht, wo die sind, aber... Ach, Moment. Hä? Was für ein Käse hier? Der Peace-Switch muss betätigt werden. So, Louis. So macht man's. Ihr müsst uns durchlassen, Freunde der Nacht. Genau. Wir sind die vier besten Freunde, die man sich nur wünschen kann. Wir sind die vier besten Freunde, die man sich nur wünschen kann. So. Kann man auch einmal bringen, oder? Oh, wartet. Ich rette euch. So mehr oder weniger. Auch so ein Level ist nicht ausgelegt, ne? Für vier Spieler. Aber ich sehe das Ziel. Oh, was zum... Oh mein Gott, als ob... Wirft sich auch keiner, ne? Was ich sehr tolerant finde. Was ist denn das jetzt hier? Oh, shit. Und ich sag danke an Usumaki Bro! Oh mein Gott. Danke für den Resub. Wir haben es geschafft, Freunde. Auch wenn ich am Ende abgekrackt bin. Trotzdem vielen lieben Dank für den Resub. Du bleibst ein Pikmin und in der Bombenbande. Willkommen zurück. Zweiter Monat. Passiert. Ja? Red 13 hat gesuppt, aber es kam kein Alert. Verbrechen. Unglaublich. Aber beste Community. Ja, danke für die 2 Euro fürs Bescheid sagen. Mr. Destruktiv. Wenn ich in den Chat schaue, sehe ich gerade gar nicht. Ist das so? Red Car? Dann auf jeden Fall vielen lieben Dank für... Ach, da hat es geschrieben. Hab wieder geresubbt und kam keine Ahnung oder Benachrichtigung, dass ich geresubbt habe mit Prime. Verrückte Sache. Keine Ahnung, was technisch dahinter steckt. Red Car, aber auf jeden Fall vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank von Herzen. Resub Hype.
Bleibst ein Pikmin und in der Bombenbande. Es war aber auch im Chat nichts zu sehen. Das ist verdächtig, ist das. Sonst noch jemand von der Freundesliste online? Da können wir mal ein bisschen switchen. Aber wenn wir gerade schon Vorzeige-Mitspieler haben, das ist echt... Ach, das Level ist so vielversprechend, Alter. Alles klar. Ich bin Luigi, ne? Ich wollte es mal gesagt haben. Ziel. Bestes Level. 10 von 10. Ich weiß nicht, was hier abgeht, aber ich gehe mal irgendwo. Warum rutscht der nicht? Oh mein Gott, ich bin so RIP. Bestes Level, oder? Und durch die Röhre zum Ziel. Bummerts, bummerts, bummerts. Das Ziel, so nah und doch so fern. Nee, ich komme dran. YOLO. Dann ist das Level wieder gut. Freunde, das Level, ich kann aber erkennen, wenn die Frantist aufnehmen, ne? Da müsste ich vorher sortieren. Also ich hoffe, irgendjemand ist noch da. Cheer 200. Astaro Finger, danke für die 200 Bits. Mega fettes Dankeschön. Dann gucke ich mal, dass andere in den Raum können. Ihr drei könnt ja mal warten, ob überhaupt jemand dazu stößt. Was könnten wir denn noch spielen? Heruntergeladen. Hätte ich vielleicht vorher was vorbereiten sollen, ne? Habe ich aber nicht. Damals im Stream habe ich meine eigenen Level gespielt. War das noch nicht? Habe ich das überhaupt im Let's Play mal gezeigt? Ich glaube nicht, Freunde. SpikeFan90 ist dabei. Halli, hallo, Hallöchen. Spielen wir einmal ganz kurz für das YouTube Let's Play mein Level namens Mission P. Mit einer interessanten Zielbedingung. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht im Multiplayer. Ich denke nicht. Der Louis ist wieder da. Noch irgendjemand anderes? Dann haben wir Kara und Darklink wieder. Ja, auf jeden Fall zwei neue. Gidi. Darklink sozial lässt neue rein. Damit haben wir SpikeFan, Kara und Gidi. Und dann wollen wir doch mal. Wie kommt man auf die Friendlist? Mir Anfrage schicken, aber meine Liste ist halt voll. Soll ich machen? Ab und zu mal alles auswechseln, ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr meinen letzten Level schon kennt. Löse alle 144p-Schalter. Glück auf. Zu viert das Ganze. Oh mein Gott. Schnurri fragt, Markus, gibt's heute besser? Ja, ja, ja. Ich kann euch ja mein Leiden erzählen. Machen wir in diesem Part. Machen wir in diesem Part. Aber hier kann ich ja ganz kurz noch mal ein bisschen was... Oh, mit Lags das Ganze. Machen wir im Anschluss. Dann erzähle ich euch meine komplette Woche und ihr werdet... Nicht wegschmeißen, ihr sollt alle betätigen, Mann. Hä, die respawnen ja. Blöd ist das eigentlich, aber die zählen nur beim ersten Mal. Übrigens, ne, Scrawling-Level. Okay, Freunde, ich hoffe, ihr hört mich. Nicht wegschmeißen, einfach nur draufspringen. Das Level nimmt man nicht so gut wahr, wie es eigentlich da kommen soll. Also du musst zum Beispiel die eine Glashöhre nehmen und auch die Tromps aktivieren sich von selbst. Oh, Entschuldigung, Toilette. Ich glaube, das Level müsste ich mal unter normalen Bedingungen zeigen. Es kommt da besser rüber. Ich habe auch die Übersicht verloren, ob wir überhaupt alle haben. Das ist eine interessante Sache. Das jetzt überhaupt refreshen soll. Nicht direkt in die Röhre, denn hier oben haben wir auch noch was. Scrawling Level. Jeder liebt Scrawling Level. So, da sind ein paar extra Leben drin. Sehr schön, oder? Der Levelersteller schön bedacht. So, jetzt ist eigentlich so, das wird ein totales Chaos, aber cool. Dann fahren wir mal.
stehen sie alle im Weg. Das Level erinnert ein wenig an das Gourmet Race. Meister D81, danke für den Fünfer. Wir hören mal rein. Hallo YouTube, hast dich in deinem Luigi Mansion 3 LP echt gut geschlagen. Hat Spaß gemacht zuzuschauen. UEN, freue mich schon auf den letzten Part. Danke für den Fünfer und danke fürs Lob, sehr lieb. Ich gebe mir auch Mühe, ich gebe mir auch alle Mühe. Hier, ich bin zurückgegangen und zwar... Die wird wieder im P-Switch betätigt. Aber den hier noch nicht. Mir fehlt noch einer. Zack. Bedingung erfüllt. Damit hat Gidi das Ziel erreicht. Ich glaube, das Level zeige ich den YouTube-Zuschauern nochmal unter normalen Bedingungen. 1, 2, Haferbrei, Kirby ist ein rosa Kerl. Von wem kam das denn nochmal? Ja, GG auf jeden Fall, Freunde. Hinotara, fand dein Retweet zu Pikmin 4 genial. Ja, nö. Hab ich halt auch nochmal gesehen. Viele sind drauf reingefallen, ne? Ein Tweet von wegen, Miyamoto sagt, Pikmin 4 ist echt und so gut wie fertig. Tweet von September 2015. Retweetet. Was mit Mario Fan 888, bitte? So, wir nehmen ein anderes Level natürlich. Hallo. Das war ein misslungenes Experiment. Machen wir das hier so. Pika-Ham ist dabei. Let's go. Rista gibt's fürs Handy? Oder mehr so mit anderen Wegen und Mitteln? Nexor, trägst du einen Schal im Haus? Bist du etwa krank? Ja. Jetzt wollte ich sowieso mit der Geschichte anfangen. Freunde, was hat sich ereignet? Es ging ja die Grippewelle um und ich habe mich ja immer damit gerühmt, dass ich verschont bleibe, wie auch immer. Meine Woche in Zahlen. Meine Woche, pass auf. Ich glaube, ich muss einen Yoshi-Jump erledigen, oder? Man muss es tun! Oh mein Gott, man muss es wirklich tun. Ich habe aber gefailt. Im Play Store gibt es Rista. Cool. Pass auf, Freunde der Nacht. Montag. Also zweierlei. Pass auf. Mein Auto muss übers TÜV. Ja, ich werde es gleich mal betiteln und... Lol, LGGGGG Masugi. Oh, lieb gemeint, aber es hat nicht gereicht. Ich wurde wieder ausgespuckt auf halbem Wege. Vielen lieben Dank für 1 Euro und 1 Cent. Der User, der sich nennt YouTube-Kanal von LPM. Okay. Oh, der Level besteht nur aus Yoshi-Jumps. Oh mein Gott. Hilfe. Ah, Hinotora, wie ich es immer falsch ausgesprochen habe. Ey, so, jetzt mal ohne Scheiß. Auto aufs TÜV. Der Plan ist folgender. Montags soll das Auto zum TÜV. Oh, ein bisschen zu früh. Yes. Und Dienstag kommt der TÜV und wird fertig gemacht. Folgendes passiert. Damit ich von der Werkstatt nach Hause komme, hat mein Opa mich gefahren, ne? Ich brauche ein bisschen Anlauf, glaube ich. Entschuldigung. Und dann haben wir ein paar Besorgungen gemacht. Und irgendwie... Ich weiß nicht, hatte ich da zu wenig... Also, ich hatte schon eine Jacke an, aber drunter nur ein T-Shirt. Das war irgendwie... Es gab viel zu erledigen, sag ich mal. Ich helfe meinem Opa gerne mit dies, das, Ananas. Das Level... Bei dem Level muss dann echt Ego sein. Das tut mir voll übelst leid. Nein, bleib hier. Und dann hatte ich Halsschmerzen am Abend. Und habe am Abend gemacht das Finale von Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2. Warum? Oh mein Gott. Hä, warum war das jetzt noch so?
mit ganz vielen Toad-Stimmen, Bowser-Stimmen und so weiter war nicht förderlich. Aber man hat mir, denke ich mal, nicht viel angemerkt an Halsschmerzen, ne? An der Stimme und sowas. Soweit, so gut. Dienstag, ich wache auf und bin erledigt. Ich bin tot. Ich wache todkrank auf. Also morgens ist ja immer besonders schlimm, aber an dem Tag, ey, Alter, ich dachte so, nee, mein Hals bringt mich um. Das habe ich mir so gedacht. Und was Gutes hatte ist, die Autowerkstatt hat gesagt, oh, es dauert auf einmal bis Mittwoch. Ja, behaltet im Hinterkopf, was ich sage. Ich mach nochmal einen. Wobei irgendjemand von euch nicht gerade das geilste Internet hat. Dann konnte ich mich den ganzen Dienstag ausruhen und habe am Dienstagabend Pokémon-Parts aufgenommen. Die heute kam schon ein paar davon, also das Ganze nach den Credits. Das weitere Turnier und dann die Afterstory. Aber nach 3 Parts musste ich aufhören, weil ich konnte nicht mehr. Ich habe mich nicht gut gefühlt. Auch nicht gut geschlafen, pipapo. Also ich war einfach krank, ne? Muss man so sagen. Am Dienstag. Und am Mittwoch muss das Auto halt, obwohl ich mich dann noch schlechter gefühlt habe, abgeholt werden. Und wer tut was? Ich bin das. Ich bin tot, ne? Okay. Ja, Lag Festival on point hier. Ich weiß nicht, ob ihr eure Streams noch laufen habt, also mein Gelaber nebenbei. Dann könntet ihr das, solange wir spielen, ja pausieren an euch drei. Vielleicht hilft das ja. Wäre auf jeden Fall eine nice Sache. Aber da ist ein bisschen Zeit, um zum Erzählen. Ja, also, mittwochs Auto abgeholt. Mit dem Ergebnis, da muss noch was gemacht. Oh, shit. Ich bin einfach so runter. Nein. Hat mich schon voll angekotzt. War echt viel zu tun. Ich war viel zu lange draußen in der minus 1 Grad Kälte. Ja, es gibt Schlimmeres, aber wenn man krank ist, ist es echt übel. Zieh mir schon alles Mögliche rein an Medikamenten, an Halstabletten und so weiter und so fort. War ein stressiger Tag unterm Strich. Und da war mir überhaupt nicht gut. Also habe ich mir immer noch mehr Medikamente reingezogen und so weiter. Also nicht mehr als erlaubt ist, sage ich mal, aber Entschuldigung, Mario! Es war für einen guten Zweck. Aber schon ordentlich. Leider. Weil ich wollte am Abend streamen, ne? Ich habe zum Beispiel gesagt, ich möchte endlich Outlast bringen. Die Lags machen es ja auch ein bisschen kaputt. Und deswegen habe ich am Mittwochabend Outlast gestreamt. Soweit, so gut. Ja. Wer den Stream verfolgt hat, hat gemerkt, Alter, ging's mir da scheiße. Ich konnte nicht wirklich reden, hab's trotzdem getan und mir wurde wirklich... Ich war nicht bei der Sache. Deswegen habe ich auch gespielt wie ein abgelaufener Joghurt. Ich war echt ein bisschen wuschig. Ich habe zwar gesagt, es ist nur Husten, aber ich glaube, da habe ich Oh Mann, das Spinjob hat nicht gezählt. Ich glaube, da habe ich euch angeflunkert. Mir ging es richtig dreckig. Okay. Und ich habe mich nach dem Stream, wir haben ja auch vorzeitig aufgehört, ich habe mich ins Bett gelegt und einfach 12 Stunden durchgeschlafen. Kein Shit. Donnerstag. Auto wird wieder zum TÜV gebracht, weil ist ja noch nicht fertig, oder zur Werkstatt, sag ich mal. Das ist schon eine Herausforderung an Teamwork hier, die ganze Geschichte. Ob ich überhaupt da groß sein möchte? Also wieder raus. Obwohl noch nicht gesund, ne? Donnerstag, was habe ich... Da habe ich auch dann aufgenommen und zwar eben... Oh, ich raste aus, ich komme da nicht richtig reingezwirbelt. 12 Stunden schlafen ist mein Alltag. Du hast noch keine Kinder, glaube ich. Wenn du bis 1 Uhr wach bist wegen Stream und 7 Uhr steht's Kind auf, ja, dann mach mal. Der Level ist nicht gerade die Würze. Das muss ich mal so sagen. So, da ging es mir auch am Donnerstag ziemlich bescheiden. Ja. Und was passiert? Die Autowerkstatt sagt so, wir haben doch keine Zeit. Mach mal Termin für nächste Woche Dienstag. So, ohne Scheiß. Alter, das Auto ist quasi schon über eine Woche quasi da. Ich habe es zwar fertig mit TÜV, aber da soll noch was gemacht werden. Also, ich weiß nicht. Ziemlich unrühmliche Situation. So, und jetzt mal kurz hier auf Spinjumpen konzentrieren. Die
gesehen, die Online-Verbindungen von Nintendo-Servern. Oh no, das wird tricky. Ich hab dich damit gekillt, Luigi. Es tut mir echt sorry. Geht das? Oh nein, das geht nicht. Spinnst du weiter? Ach, das Level ist zum Kotzen. Inotora muss 5.40 Uhr aufstehen. Wo warst du? Bei ATU? Naja, bei einer anderen Werkstatt. Sagen wir es so. Um die Story zu Ende zu erzählen, ne? Also Donnerstag schon wieder draußen gewesen, mit Halsschmerzen as hell aufgenommen, und zwar Mario Maker Part 96, 97, 98 und Mario Kart Tour. Und da denke ich mir also, wann wird's endlich besser, ne? Wann ist der ganze Kram vorbei? Dienstag. Nee, Moment. Freitag, der 6. Dezember. Das ist heute, während ich hier diesen Stream ausstrahle. Ich wach auf heute Morgen und ich konnte es nicht glauben, wie extrem mein Hals geschmerzt hat. Alter Schwede, es war grausam. Deine Gesundheit ist zum Kotzen. Bitte, bitte werd wieder gesund. Gute Besserung, Schier 100. Danke, Spirell, für die 100 Bits. Ich konnte heute Morgen nicht reden. Der Witz ist, war halt ein Kinderarzttermin. Einfach so eine U-Untersuchung, die gemacht werden muss. Yeah. Und es ging halt irgendwie so gefühlt 2 Stunden. Ich glaube, es war nur 1 Stunde. Nee, schon 2 Stunden. Nee, 1 Stunde gingen die nur. Und 1000 Fragen und machen und tun und erzählen. Und ich habe halt wirklich, ich konnte heute Morgen so wenig reden. Weißt du, so, guten Morgen. Ja, ich konnte nichts sagen. Ich konnte keine 2 Wörter ohne mit massiven Halsschmerzen den Satz nicht mal abzubrechen, sondern er wurde selbst abgebrochen, weil die Stimme versagt hat. Und wenn du da permanent reden musst, Katastrophe. Warum ist das so? Ich schätze mal, weil ich einfach meinem Hals keinen Abend eine Pause gegönnt habe. Weil ich mir halt immer so... Oh nein! Du hast die Blöcke weggemacht, Mario! Arg! Endlich hatte ich es geschafft. Pflichtbewusstsein? Dummheit? Wer weiß es genau? Oh, Mario, lass mich dahin. Mario, bevor du abkratzt. Wir müssen zu dir. Jetzt kann ich den Checkpoint nicht aktivieren. Ja, Mario ist down. Das hätte vielleicht auch was von Miteinander jetzt, wenn wir immer darauf achten, dass wir immer mindestens zu zweit sind, damit niemand mehr vom Start anfangen muss. Also richtig, ich konnte gar nicht reden, ne? Und da macht man sich natürlich schon echt Gedanken, weil ich wollte heute streamen und will die nächsten Tage aufnehmen, ne? Aber lustigerweise ist über den ganzen Tag verteilt es mir immer besser ergangen. Also wirklich am Mittag ein kleines bisschen besser, am Nachmittag noch besser, am Abend noch besser. Und jetzt geht's mir schon... Ihr seht ja, ich kann jetzt sogar streamen ohne Schmerzen, for real. Also wie oft haben in den letzten Monaten mir Leute gesagt... Yo... Ich bin krank und ich sag so, oh, gute Besserung, aber hoffentlich werde ich nicht krank. Ich wurde krank. Applaus, Applaus. Das Schicksal hat bei mir bis Dezember gewartet, weil Dezember, ne? Gibt's bessere YouTube-Einnahmen? Spikefan hat das Ziel erreicht. GG. Das geht natürlich nicht, dass ich da aktiv Videos hochladen kann ohne Ende. Getan habe ich es trotzdem, aber zu welchem Preis? Ne? Also. Eine ekelhafte Woche durch und durch und ich habe mich wirklich konzentriert darauf, ein bisschen was zu reisen. Also für euch habe ich mich gequält durch Nacht und Wind. Ja, den Schal legen wir mal ab. Ich habe jetzt halt auch einen ziemlich unschönen Pulli an, aber der hält warm und deswegen lasse ich den an. Jetzt Leute in den Chat schreiben, jetzt lass den Schal an. Nein, das stört. So, ich würde mal sagen, einmal machen wir noch. Für die Quote. Mal gucken, ob jemand Neues noch reinfindet. Wenn nicht, dann jemand der bisherigen Nasen. Mal gucken. Lass den Schal an, der sieht nice aus. Ne, ich habe das Gefühl, da werde ich noch korpulenter, als ich ohnehin schon bin. Spirell ist drin und Gidi. Und Rob.
Mein Hals kann sich aber auch nicht entscheiden, was besser für ihn ist. Entweder heißer Tee oder heiße Milch mit Honig in einer krassen Nintendo-Tasse. Warum nicht? Oder was Eiskaltes. Paulaner Spezi. Es wechselt immer. Du denkst immer, das Heiße bringt's, aber dann Essen. Also ohne Scheiß, ne? Ihr werdet euch denken, ja, so siehst du auch raus, aber Essen hilft, ey. Einfach weil der Hals irgendwie, der ganze Unrat weggespült wird. Oh, es läuft relativ flüssig, das bin ich ja gar nicht mehr gewohnt. Komm, Freunde, miteinander! Brauchen wir die Schlüsselmünzen? Wollen wir die mal sammeln? Oh. Das ist kein 3D-Volt-Look. 3D-Volt kannst du auf die Pflanzen draufjumpen und hier nicht. Dende, einfach Äpfel essen. Hübi wäre stolz auf dich. Warum? Wegen welcher Aussage? So, ich hatte erst das Ganze gelobt, dass es so flüssig lief, aber jetzt... Ach, wegen der Spezi. Oder Tanzverbot. Ich gehe mal davon aus, wir brauchen die. Freunde, ihr hört mich ja teils vielleicht. Ich hasse diese Piranha-Pflanze. Lass mal die Münzen sammeln. Lass mal die Münzen suchen. Ja, Paulaner Spezi. Ich finde die normale Spezi aber eigentlich auch in Ordnung. Nichtsdestotrotz will ich da sowieso... Ich will gar nicht so viel Zuckerkram mehr zu mir nehmen. Slex. Mann! Die Piranha-Pflanze des Todes. Aus irgendwelchen Gründen dachte ich, ich schaff's da hoch. Spezi ist ekelhaft. Was bevorzugst du denn sonst? Sprite for the win. So, mein Spezi ist ja Saft drin. Ich glaube, hier in der Paulaner-Spezi ist nur Limo drin, aber... Ja, können wir uns darauf einigen, dass Sprite und Spezi jetzt nicht die gesündesten sind. Dander schreibt, ich trinke nur Wasser. Das ist vernünftig. 0 FPS. Naja... Ein Frame per Second nicht mal, ne? Muss man sagen. Ein Frame per Second ist es nicht. Rede ich, grüß dich. Liegt an Twitch, als ob. Guck mal, da unten ist eine Tür. Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn ich in die Tür reingehe. Hinotora, Dr. Pepper. Habe ich schon tausendmal erzählt, ne? Von Dr. Pepper, dem Event. Wo ich eingeladen war. Als Smash Ultimate. Nee, eher Smash Wii U. Mitkämpfer. Ja, Freunde, das ist blöd gelaufen, möchte ich mal sagen. Wir machen noch gleich mit den Zuschauerleveln weiter. Da wird es keine Lags geben. Die jetzt auch verschwunden sind. Komisch, sind alle noch da, aber... Scheinbar waren wir hier auch schon mal. Oh, bis ich hier zurückkomme. Oh, Leute, was ist denn das jetzt? Darf ich nicht mitmachen? Kann ich hier runterspinnen? Oh yeah. Ich glaube, das war so nicht bedacht. Aber ich habe es trotzdem so gemacht. So, und da wieder hoch. Ich frag mich echt, was diese Blöcke mir sagen sollen. Müssen das Level mit Dingens von Updates sein. Also es wäre sehr schön, wenn wir Update-Sachen spielen. Weil das ist ja neu und wäre cool. Wenn uns die aber ausgehen, dann halte ich auch die Augen offen nach. Ja, hä? Oder nehme ich die Tür? Piranha-Pflanze des Todes, ich sag's ja. Was möchtest du 2020 eigentlich so für Let's Plays machen? Eine hervorragende Frage. Die beantworte ich direkt mit der Gegenfrage. Was möchte Nintendo 2020 so für Spiele veröffentlichen? Ich richte mich danach.
Naja, ein paar Sachen soll es ja geben, ne? Oddworld Soulstorm könnte endlich mal erscheinen. Konnte mich nicht mehr. Animal Crossing natürlich. Wo steckt ihr denn? Was zur Hölle? Und wir haben quasi nichts vom Level gesehen. Spirell, GG. Gut gemacht. Irgendwie ging die Qualität, also der Part heute ist wirklich zum Wegschmeißen gewesen. Egal, der nächste Part wird Part 100. Mit euren Leveln von den Update-Sachen. Für die Leute auf Twitch, jetzt sofort an dieser Stelle. Es war gut gemeint von mir. Aber wir haben nicht alle Schlüsselmünzen, oder? Die Tür ist auch noch zu. Okay, Freunde. Tja, das wär's für den Part jetzt gewesen. Ich will die Leute nie verwirren, die direkt im Chat, also im Stream dabei sind. Auch wenn es nicht so pralle war, war es vielleicht ein bisschen lustig. Deswegen ein Däumchen wäre ein Träumchen und bis zum nächsten Mal. Wird nur besser. Bis dann und ciao.